Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer neuen Aufnahme im neuen Jahr 2018. Deshalb wünsche ich euch auch noch ein frohes neues Jahr mit ganz viel Glück und ganz viel Gesundheit vor allen Dingen. Nicht, dass man gleich das neue Jahr mit Krankheit bestreitet und beginnt, das ist nicht so schön. Aber ja, alles was man sonst so hat, soll natürlich auch im Jahr 2018 weiter sein. Großartige Neujahrsvorsätze brauche ich mir eh nie machen. Das sind sowieso solche Sachen, die man sich zwar setzt, aber dann eh nie einhält. Von daher, wer es machen will, kann es gerne tun. Ich mach's auf jeden Fall nicht. Wir haben hier auf jeden Fall heute mal einen neuen Bus vor uns. Einen Umbau vom Citaro Facelift, nämlich zu einem Setra S415NF. Weil es halt nur ein Umbau ist, gibt es auch so ein paar Sachen, die jetzt nicht ganz real sind. Beispielsweise müssten die Radkästen ein bisschen flacher sein und irgendwelche anderen Sachen noch. Ich glaube, hinten in der Sitzreihe, das müsste hier noch ein Stück höher sein, die Sitze, aber meine Güte. Optisch, finde ich, ist der Bus ganz gut gelungen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es Fernlicht nicht so ganz will, weil wenn ich jetzt mal hier Fernlicht mache, sieht man, okay, es funktioniert, aber optisch außen sieht man, es funktioniert eben nicht. Soll nicht so schlimm sein. Wir machen hier mal ganz normal Licht an. Sieht so aus. Hinten dann so, mit Bremslicht so. Innen, die Innenanzeige hat glaube ich auch noch einen kleinen Fehler, was jetzt aber auch nicht so dramatisch ist. Genau, so sieht das Ganze aus. Hinten eine Außenschwenktür. Vorne habe ich mir auch die einflügelige Außenschwenktür genommen. Gibt es auch mit doppelflügeliger Innenschwenktür. Repaint haben wir, ein Erfurt Repaint. Ich dachte mal, das passt ganz gut. Ich als Erfurter kann das mal machen, da es für die Map, auf der wir fahren, glaube ich noch keins gibt. Genau, wir fahren nämlich, na das war ein Satz mit X. So. Wir fahren nämlich heute mal auf Solingen. Nein, eben nicht. Wir fahren auf Liestal Richtung Solingen-Zub. So ist das richtig. Wir fahren die Linie 660. Die Map habe ich ja bisher weder in der Version 1 noch in der Version 2 gezeigt. Deswegen dachte ich mir, wird es mal Zeit, hier auch mal zu fahren. Ich bin auf der Map persönlich noch nicht gefahren und habe auch noch keine Videos wirklich gesehen, sodass ich jetzt hier mir erstmal einen Überblick über die Map verschaffen möchte, beziehungsweise nicht über die Map, aber erstmal so, wie sie denn so ist. Genau, Außenschwenktür, wir haben übrigens nur einen ZF-Motor dabei. Genau, hier übrigens auch noch mit entsprechend bearbeitet. Fahrschein normal. Wie viel gibt denn das? 40, heißt wir haben 60 und 1, genau. Hallo. Lass mal ein bisschen rechnen hier. Hallo. So, Türchen zu. Genau, Lenkradtextur habe ich mir schon so eine bearbeitete runtergeladen, die gibt es auch im Busbereich von dem. Da, die fand ich schöner. So. Genau, das Repaint gibt es übrigens auch zum Download. Wenn ich dran denke, packe ich die Seite in die Beschreibung. Es ist nicht von mir, sondern von einem Kumpel, der hat das gemacht. Und der hat auch so eine Repaint-Seite. Da gibt es auch ein paar andere Repaints noch. Genau, da gibt es dieses Erfurt-Repaint nehme ich auch. Ja. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich fahren kann, weil ich bin jetzt circa 2 Wochen lang nicht gefahren. Geht's schon los. Genau. Auf jeden Fall finde ich den Bus eigentlich ganz cool. Der. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Achtung, rückwärts. Nein, du biegst da jetzt nicht ab. Vergiss es. Mal schön. So, das sollte ich jetzt hinkriegen. So, das passt. So, zur aktuellen Wetterlage habe ich natürlich keinen Schnee ausgewählt, weil es liegt auch in Realität kein Schnee und es ist recht warm, also dachte ich mir, traurig ist auch erstmal kein Schnee. Außerdem ist es vielleicht nicht ganz so gut, wenn man lange nicht gefahren ist. Dann erstmal kann ich wieder auf Schnee zu starten, muss nicht unbedingt sein. Ja, wir sind hier im Überlandbereich von Liestal unterwegs auf der Linie 660. Es gibt glaube ich dann noch die 661 und die 662, was alles 3 Überlandlinien sind, die ein Stück weiter außerhalb Richtung Solingen fahren und der Rest spielt sich halt in Liestal selbst ab. Aber ich dachte mir, wir fahren mal hier eine Überlandlinie. Ist denke ich mal auch nicht ganz so falsch.
Zumal darauf der Bus natürlich perfekt passt. Und wir den dann auch gleich mal testen können mit, oder ich den mal zeigen kann. Und ich muss sagen, so in dem Erfurt-Trip hin gefällt er mir echt gut. Muss ich gleich mal so sagen. Ja. Ja, meine steht natürlich so perfekt in der Kamera, dass man auch nichts sehen kann. Dadurch, dass das Ding eben auf dem Facelift basiert, haben wir hier logischerweise auch das Facelift-Dashboard drin. Und dementsprechend auch alle Funktionen wie Kneeling, Türflügelsperre haben wir in dem Fall nicht, weil wir nicht den Bus mit der doppelflügeligen Tür genommen haben. Sonst hätten wir auch die Türflügelsperre. Ja, aber eben Kneeling oder eben auch hier Schulverschalter und so einen ganzen Kram. Hallo. Hallo. Guten Tag. Das war jetzt natürlich nur semi-optimal gehalten. Glücklicherweise wollte hinten niemand aussteigen. Ich war noch etwas schnell unterwegs. Ja. Oh, da vorne sieht es nach etwas mehr Haltestelle aus. Ah, ein Kollege. Guten Tag. Und nicht nur einer, das sind gleich noch mehrere Kollegen. Ich muss hier vorne gleich rein. Ist ja komisch. Wo sind wir denn hier? Einem Bahnhof. Interessant. Und da drüben ist noch ein Kollege von der 63. Hallo. Ja. Hallo. Ah ja, Nielen wäre da jetzt gewesen. Das ist jetzt ein bisschen spät. Hallo. Ja genau, hier, der fährt sogar noch bis hier hin. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. Das ist hier, Kurzstrecke normal, 1,80, 20 Dankeschön. Und 3. Guten Tag. Guten Tag. So, auch hier können wir das Türchen schon zumachen. So, da wollen wir auch gar nicht weiter unseren Kollegen hinter uns aufhalten, sondern gleich weiter düsen. Muss ich da jetzt eigentlich raus? Muss ich hier raus? Ja. Doch, hier sieht es ganz gut aus. Nach Einstieg? Warte mal. Nee, ich muss hier doch ganz normal hin und nicht nochmal hier anhalten, oder? Nee, das ist in die andere Richtung, genau. Oh. Ich sollte vielleicht nicht schon vorrollen. Entschuldigung, war nicht so geplant. Bin ja schon wieder hinten. So, dann wollen wir jetzt weiter. So, im neuen Jahr ändert sich natürlich auch ganz normal am Plan jetzt erstmal nichts. Also OMSI kommt nach wie vor, genauso wie Transport Fever kommen wird. Wie es mit OMSI schon aussieht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe jetzt auch die nächste Zeit noch ein bisschen mehr um die Ohren, weil jetzt bald Prüfungszeit wieder ist. Ende Januar geht's los. Und da muss ich gucken, ob ich Zeit und oder Lust habe, irgendwo was zu machen. Und da wird es dann zeigen, wann wieder das nächste OMSI-Editor-Video kommt. Wie gesagt, festgehalten ist ja immer noch das 1000 Abonnenten-Special, die Testfahrt dann auf der Straßenbahn-Map, die dann auch etwas größer ausfallen wird, da es ja dann sowohl straßenbahntechnisch als auch bustechnisch was zu zeigen gibt. So. Ach je. Ich hätte vorher mal fahren sollen. Das wäre intelligent gewesen. Guten Tag. Hallo, nochmal. Guten Tag, einmal normal. Eine normale Fahrkarte. Aber wir sind wenigstens pünktlich, das ist doch auch schön. Noch kleiner Inswind. Ach kommt. Leg dich nicht auf. So, du fährst bitte ganz schnell vorbei, damit du mich nicht nervst. Vielen Dank. So, da
sieht's recht frei aus. Dort auch. Du musst auch schalten. So, jetzt sollte er sich wieder eingekriegt haben, genau. Wunderschön. Ein Kollege von der 660 auch noch. So. Natürlich müssen wir jetzt auch da rein, wo der rauskam. Das war einmal zu viel. Ganz so wollte ich das dann doch nicht. Aber naja. Ach komm, es ist doch nur ein bisschen schwungvoller die Kurve genommen. Das geht doch noch. So. Wollen wir mal ein bisschen nielen, dass der Einstieg hier etwas angenehmer wird. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Einmal normal. So, bei 3, 4, 10. Ja. Wer es übrigens noch nicht mitbekommen hat, wir haben ja auch das Dashboard mit dem Drehzahlmesser unten drin und dem quasi kleinen Multifunktionsfeld oben drüber. Reicht auch aus, ist für so einen Bus, der wirklich im Überland eingesetzt wird, dann doch eigentlich recht sinnvoll, diese Konfiguration. Von daher passt das auch ganz gut. Soweit ich das mitbekommen habe, kann man hier noch per Z-War, sprich per Repaint CTI, noch Radkappen draufziehen oder eben auch regeln, dass wir unten Nebelscheinwerfer haben, die wir vielleicht schon vorhin gesehen haben, wenn man richtig drauf geachtet hat. Ich kann ja jetzt nochmal kurz rausgehen, wir haben ja jetzt die Zeit an der Ampel, nämlich genau hier unten, wenn ich jetzt mal hier noch anmache, sehen wir sie auch. Genau. So, von wo kommt denn das da Tütata? Es kommt von hinter uns. Möchte es in unsere Richtung? Ich hoffe doch sehr. Da kann ich nämlich fahren. Nein, es will nicht in unsere Richtung. Schade aber auch. Aber naja. So viel Zeitersparnis hätte es jetzt auch nicht gebracht. So. Oh, was gibt's denn da vorne für eine schöne Haltestelle? Direkt am Windrad. Wie heißt sie denn? Sonnenhalde. Mhm. Jetzt lohnt sich aber mal hier der Warnblinker-Dings. Also hier dieser Schulvorschalter. So. Eine Guten Fahrkarte. Tag. Ach, eine Fahrkarte. Fahrschein normal. Machen wir nochmal Licht an. 60-2, bitteschön. Licht wieder aus. Blinker wieder aus. Und ab dafür. Denn wir sind ja schon ein Stück zu spät. Da muss man jetzt auch nochmal ein bisschen auf die Tube drücken. Wollen ja schließlich pünktlich sein. So. Ich weiß gar nicht, wie schnell wir hier fahren, aber ich habe vorhin gar nicht drauf geachtet. Auf dieses Schild, das stand auf einmal so nah an der Ampel. Da konnte ich gar nicht mehr so drauf schauen, aber es sieht aus, als wären wir recht schnell unterwegs, denn wir sind wieder im positiven Bereich, was die Zeit angeht. Also im grünen Bereich und nicht mehr im andersfarbigen, in dem Fall blauen Bereich für Verspätung. Und ja, wir haben jetzt quasi alles wieder rausgefahren. Also ist hier wahrscheinlich nur 60. Auch der Fahrweise der vorherigen Fahrzeuge entsprechend sieht das hier nach einem Tempolimit von 60 aus. Wenn überhaupt. Oh, mit LKW wird das spannend hier auf dieser Straße. Ist hier nur 50 oder was? Sieht ja eher aus wie 45, was die hier fahren. Aber ich muss sagen, die Gestaltung von der Karte gefällt mir echt gut.
So das, was ich bisher hier gesehen habe. Finde ich schon echt schick. Oh, das ist natürlich cool, das Schild hier so direkt abgeknickt dahinter zu stellen. 30. Also nochmal eine Geschwindigkeitsreduzierung hier, dass wir noch langsamer fahren müssen, als es so schon ist. So, Bus, du dürftest auch runterschalten. Genau, das war das, was ich bezwecken wollte. Dass wir hier ein bisschen mehr... Ah ja, genau, das war natürlich nicht das, was ich bezwecken wollte. Ihr braucht jetzt nicht, doch nicht schleichen. Oh, weia. Hier kommt man ja nun wirklich nicht vorwärts. Wieso schleichen die denn auch hier so? Muss ich nicht verstehen. Unsere Haltestelle ist auf jeden Fall direkt hier dahinter. Mal sehen, ob wir es dann auf der nächsten oder bei der nächsten Ampelpause schaffen. Und ich finde das mit dem Blinker hier genial. Ich finde, das sieht echt cool aus. Gerade von weiter weg. Finde ich, das hat echt was. So wie das aussieht. Das ist eben bei Setra mal ein bisschen was anderes. Nicht immer dieser standard normale Blinker, sondern mal hier ein bisschen kreativer. Das Ganze. Und natürlich noch mit dem Repaint ist das natürlich echt herrlich. Ich mag das Repaint. Ich bin generell Freund von Lackierung der Heimat. Aber das ist ja oft der Fall, dass man Busse, die bei einem rumfahren, in der Lackierung oftmals recht schick findet. Es ist eine Lackierung, die total dämlich aussieht. So. Und wir kommen doch tatsächlich noch rüber. Man soll es nicht glauben. Man soll es nicht glauben, aber wir haben es tatsächlich geschafft. So. Was auch ganz cool ist, auf der Map hast man sehr, sehr verschiedene KI-Busse, die rumfahren. Schönen guten Tag. Hallo. Das heißt, der Scania, der in der E-List drin ist, der Facelift, der normale Citaro 1er Generation, der neue Hamburger Bremer, genau, Hamburger Bremer, der neue Bremer MAN. Hamburger Bremer. Ja, ich bin schon durch. Dann, was gab's noch? Die MAN Stadtbusfamilie, dort C2, all sowas eben. Finde ich sehr schön. So, mir fällt gerade ein, ich wollte diesem Bus noch einen Retarder verpassen, den Stufenretarder nämlich. Wollte ich diesen Bus noch verpassen. Weil ich finde, in so einen Bus gehört einfach ein Retarder rein. Das ist ein Überlandbus. Da gehört nun mal auch der Retarder rein. So, oh, das wird gleich spannend. Muss ich jetzt hier rum? Ja. Ich muss da rum. Hallo. Hallo. So. Das wird jetzt trotzdem spannend. Wie ich jetzt nämlich hier... Ah, es kommt zum Glück nichts. Da kann ich hier ein bisschen weiter ausholen. Ist ja auch spannend, dass ich... Ich sag zu viel spannend gerade. Ist ja auch interessant, dass die... Straße da so gesperrt ist. Sieht man auch nicht alle Tage sowas. So, eng ist es auf jeden Fall definitiv hier. Mit dem Gelenkbus wäre das ein großer Spaß, hier durchzufahren. War natürlich genau die falsche Ansicht für den Zeitpunkt. So, guten Tag. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Das ist ja auch ein cooles Schild. Ich glaube, dieses Schild steht auch nie alleine. Sonst müsste da nämlich noch so ein schönes Vorfahrtsstraßenschild drüber. Oh, ist ja auch ein cooler Haltestellenabstand. Oh, so nach dem Motto, wenn man von da kommt, wo dieses Schild gerade stand. Oh nein, mein Bus steht an der Haltestelle. Renn ich mal schnell zur nächsten. Glücklicherweise schafft man den Bus dann noch. Also das würde ich ja jetzt glatt mal als Witz betiteln.